Man sagt, man kann der Liebe einer Mutter niemals entkommen, aber für Chloe ist das kein Trost. Es ist eine Bedrohung. Die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter Diane hat etwas Unnatürliches, sogar Unheimliches. Diane hat ihre als Frühchen und mit zahlreichen Krankheiten und Behinderungen geborene Tochter völlig isoliert großgezogen und zu Hause unterrichtet. Doch es gibt Geheimnisse, die Chloe erst jetzt als Teenagerin zu realisieren beginnt, wo die angehende Ingenieurin kurz davor steht, aufs College zu gehen. Schon bald stellt Chloe in Frage, wer ihre Mutter wirklich ist, doch Diane merkt schon bald, dass ihre Tochter ihr auf die Schliche gekommen ist und wird alles dafür tun, dass Chloe auch weiterhin bei ihr bleibt, wo sie sich um sie kümmern kann. In diesem Sinne heiße ich euch herzlich willkommen zu meiner allerersten Review, spät aber doch in diesem Jahr 2021 auf diesem Kanal Film Review Channel mit dem heutigen Film Run. Eine Mischung aus Mystery Thriller, Psycho Thriller, aber ich würde eher sagen mehr so Psycho Thriller mit Mystery Touch. Ein Film aus dem Jahre 2021, ab 16 Jahren freigegeben und seit dem 15. Jänner auf DVD und Blu-ray zu kaufen, beziehungsweise diesen Film gibt es auch im Programm von Hulu. Ich habe mir den Trailer angesehen und habe mir gedacht, wow, der sieht doch gar nicht mal so schlecht aus und die Wertungen rund um den Film sehen auch nicht gerade so negativ aus, dann werde ich mir den Film mal geben und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist kein Meisterwerk geworden und er hat mich an einen anderen wirklich großartigen Film erinnert, zu dem komme ich im Detail etwas später, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass Run ein guter Film geworden ist. Gehen wir Schritt für Schritt den Film mal durch. Sarah Paulson und Kiara Allen, die Tochter bzw. die Mutter, das ist eine großartige Darbietung, meine Freunde, ich muss ganz ehrlich sagen. Kiara Allen, die hier im Rollstuhl sitzt, die diese Chloe spielt, ist auch im realen Leben Rollstuhlfahrerin, beziehungsweise an den Rollstuhl und Anführungszeichen gekettet, aber macht es einfach so großartig und dann werden im Film so Details geachtet, wie zum Beispiel, man kann mit dem Rollstuhl nicht die Treppe runterfahren oder wenn man an einem Waldrand ist und plötzlich mit den Rädern im Dreck, im Matsch stecken bleibt. Das sind so Sachen, da hat man ein bisschen genauer drauf geachtet und da muss ich ganz ehrlich sagen, das wirkt alles sehr, sehr echt und wirklich ist überzeugend rübergekommen. Die Story, und jetzt komme ich zu diesem Punkt, was ich gerade vorher erwähnt habe, mich hat der Film zu einem Großteil an Misery erinnert. Ein 90er Jahre Klassiker, eine Stephen King Verfilmung damals mit Kathy Bates und James Caan. Ein großartiges Meisterwerk, meiner Meinung nach einer der besten Stephen King Verfilmungen ever. Und wenn ihr der gleichen Meinung seid, dass Misery wirklich ein starker Film ist, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer diesen Film noch nicht gesehen hat und nicht nur Stephen King mag, sondern auch in Richtung Mystery und Psycho Thriller schon mal hingespechtelt hat und gedacht hat, wow, das sieht richtig gut aus, das gefällt mir, der sollte sich definitiv mal Misery ansehen. Und egal, ob dieser Film Anfang der 90er Jahre schon seit Anfang der 90er Jahre existiert, alt, aber gut, kann ich da deswegen nur sagen. Und ich glaube mittlerweile auch schon definitiv ein Klassiker. Aber kommen wir jetzt zurück zu Run. Ein Film mit seiner Lauflänge von 89 Minuten. 1,5 Stunden, knackig, kurzweilig, spannend, atmosphärisch. Wo ich sage, und dennoch hat mir etwas gefehlt, das mich vom Hocker gehauen hat, ganz ehrlich gesagt. Am Anfang war mir das gar nicht mal so bewusst, weil am Anfang wirkt das alles sehr harmonisch, sehr idyllisch, die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, da merkt man, oh, das funktioniert Hand in Hand, man hilft sich, wo man kann, aber mit der Zeit merkt man dann, irgendwas stimmt mit dieser Mutter nicht und deshalb hat mich dieser Film auch an Misery erinnert. Wenn auch Run nicht so gut ist wie Misery, wenn man ganz ehrlich ist. Es gibt im Run so einige nette, soll ich sagen, Twists, Überraschungen. Nicht alles ist vorhersehbar, manches schon, manches wieder weniger. Und da muss ich sagen, naja, aber sei es drum. Der Film hat mich im Großen und Ganzen doch überzeugt und doch ziemlich gut unterhalten. Und deshalb finde ich, dass Run auch von der Story her kein schlechter Film geworden ist. Die Musik ist unauffällig, ist ziemlich spannend, Spannung gemacht, hat mir persönlich gut gefallen. Und auch die Kamera sieht ziemlich wertig aus. Und das sind so Filme, beziehungsweise auch Run ist so ein Film, wo ich gedacht habe, ah, im Kino hätte er sicher auch ziemlich gut funktioniert. Aber natürlich unter diesen Umständen, dass Corona noch immer unter uns weilt. Und ja, ist es ziemlich schwierig. Und die Effekte habe ich persönlich jetzt da nicht so wirklich welche gesehen und wenn, dann sind sie einfach gut und in Ordnung gemacht. Aber das, was mich wirklich an Run gestört hat, war, dass er nicht ausgebrochen ist. Dass er zwar kurzweilig ist, wie gesagt, er ist spannend, er hat
seine ein oder anderen Überraschungen, seine ein oder anderen Wendungen und wenn auch manches vorhersehbar ist, aber so wirklich vom Hocker gerissen hat mich Run jetzt da nicht. Sei es drum, für mich ist Run wirklich trotzdem ein guter Film geworden und deshalb bekommt er von mir in seinem Genre als, naja, sagen wir einfach Mystery Thriller, 7,5 von 10 möglichen Punkten, aber Obacht, er ist nicht gruselig und das Monster ist nicht in Form eines Dämonen oder eines Teufels, sondern das Monster ist in dem Sinne die Mutter und im Gesamten bekommt dieser Film wirklich gute 7 von 10 möglichen Punkten. Also wer mal Lust und Laune hat, sich wieder mal einen kurzweiligen, guten Mystery Thriller sich anzusehen, da sage ich einfach nur, schaut doch mal Run an, der kann es. Und ja, was ist eure Meinung zu diesem Film? Falls ihr den schon gesehen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare rein, lasst uns ein bisschen über diesen Film diskutieren oder sagt jetzt, wow, noch nicht gehört, dann muss ich mal reinschauen. Wie gesagt, jegliche Art von Kommentare, Meinungen, wie gesagt, unterhalb in die Kommentare rein und ja, das war's von mir, das war's von Run. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten und ihr wisst ganz genau, ihr wollt nichts mehr verpassen, abonnieren, Glocke drücken und einen Daumen nach oben würde mich sehr freuen, wie immer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.